Der FC Bayern feiert seine Meisterschaft und Präsident Uli Hoeneß bekommt in seiner Steueraffäre weiter Rückendeckung. Nachdem zuletzt Ministerpräsident Horst Seehofer das Lebenswerk des Bayern-Präsidenten auf der Meisterfeier gelobt hatte, sprach sich nun Günther Netzer für Hoeneß aus. Ich gehöre nicht zu den besten Freunden von Uli Hoeneß, aber ich benehme mich in dieser Phase so. Er weiß, wenn es irgendetwas sein könnte, wo ich ihm helfen könnte, würde ich zur Verfügung stehen. Das ist für mich Ehrensache. Als alter Weggefährte stünde er auch in Not zu Hoeneß, sagte Netzer auf einer Veranstaltung in Hamburg. Er betonte aber auch, dass Hoeneß nicht unschuldig sei. Uli Hoeneß hat Verfehlungen begangen. Das ist unzweideutig, unstrittig, streitig und dafür muss er gerade stehen. Das wird er auch tun. Aber als Mensch hat er darauf verwiesen, dass er kein schlechter Mensch ist. Das kann ich nur bestätigen, dass Uli Hoeneß kein schlechter Mensch ist. Unterdessen geht Hoeneß in die Offensive. Er stellte Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Verletzung des Steuergeheimnisses.